Also Leute, heute reg ich mich mal richtig auf, weil das, was hier seit Jahren passiert, ist eine Riesensauerei. Wir machen die Tierhaltung von Jahr zu Jahr besser in Deutschland, was super ist, was ich als Tierhalter komplett unterstütze. Aber dass die Regierung bzw. die Lebensmittelkennzeichnung uns hier komplett alleine lässt, ist seit Jahren ein Unding. Wir haben in Deutschland seit 2008 das Käfighaltungsverbot. Keine der Landwirtschaftsminister hat es in den letzten 12 Jahren geschafft, hier für eine klare Kennzeichnung zu sorgen. Ich habe hier mal aus dem Supermarkt, und da ist egal, in welchen Laden ihr geht, Waffeln gekauft. 31% Eianteil. Hinten drauf Nährwerttabelle, wie viel Zucker, alles Mögliche. Aber die entscheidende Frage, wo kommen denn die Eier her, wie sind die Hühner gehalten worden? Nichts für den Verbraucher. Keine Transparenz, keine Kennzeichnung. Auf den Eiern gibt es mittlerweile einen Code. Das funktioniert gut. 40% aller Eier werden verarbeitet. Auf den verarbeiteten Produkten nada, nichts, null. Hier werden die Landwirte seit Jahren komplett allein gelassen. Jetzt kommt noch ein zweites Ding dazu. Wir haben das Kükentöten verboten, nur in Deutschland. Und jetzt Kennzeichnung. Immer noch Fehlanzeige. Eigentlich müsste hier draufstehen, Achtung Verbraucher, Eier aus Käfighaltung aus der Nicht-EU höchstwahrscheinlich. Oder es müsste draufstehen, Achtung Eier mit Kükentöten, damit der Kunde auch wirklich am Regal mal entscheiden kann für eine bessere Tierhaltung und sich nicht auch immer wieder so ein bisschen da rausmogelt. Habe ich ja nicht gewusst, hat mir keiner gesagt. Beim Fleisch ist genau das Gleiche. Die armen Leute bei der Hühnermast, die haben genau das gleiche Problem. Ich habe hier mal einen Salat gekauft. Ja, da sind Fleischstückchen drauf. Ich würde sagen, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit kommt dieses Fleisch aus Brasilien. Kennzeichnung hinten drauf. Fehlanzeige, Geflügelfleisch steht da drauf. Super, ja. Wir machen hier die Tierhaltung seit Jahren besser, halten weniger Hühner in den Mastställen und eingesetzt wird Fleisch höchstwahrscheinlich aus Brasilien. Hier wieder der Appell an die Regierung, es ist allerhöchste Zeit, wenn ihr bessere Tierhaltung in Deutschland wollt, dann müsst ihr uns auch bzw. dem Endkunden eine klare Kennzeichnung geben und dass der Verbraucher weiterhin mit uns geht, damit wir die Tiere besser halten können, damit wir in Sachen Haltungsform endlich vorwärts kommen. Sonst fahren wir mit der besseren Tierhaltung komplett gegen die Wand.